Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem TSW4. Wir sind heute das erste Mal auf der Vorarlbergbahn als Passagier unterwegs und werden hier mit diesem Eurocity mitfahren, bespannt von diesen beiden Taurus-Loks. Und das ist der Eurocity, der aus Zagreb kommt, aus Kroatien. Und dort setzen wir uns gleich rein und nehmen Platz und gucken uns die Strecke als Fahrgast an. Vorher natürlich einmal ein Foto geschossen. Können wir vielleicht von hier vorne machen. Ja, so, ne? So ein bisschen so mit den Bergen im Hintergrund. Da müssen wir natürlich, dürfen wir natürlich nicht vergessen, den einen oder anderen Screenshot zu machen heute. Denn es wird nämlich sehr schön, hoffentlich. Das ist zumindest der Plan. So, ein, zwei Fotos geschossen und danach. Na? So, jetzt habe ich mich vertan mit den Reglern. So, den Gang runter und jetzt den Schwerpunkt nachziehen. Wie sowas. Und dann aber natürlich auch von den Wagen. Hier von den. Dann die, um die geht es hier. Die Intercity-Wagen. Eigentlich sind das Eurocity-Wagen, beziehungsweise Euronight-Wagen. Sogar gar nicht Eurocity, sondern Euronight. Und wir setzen uns jetzt mal hier rein. Abfahrt ist um 7.04 Uhr. Genau. Dementsprechend nehmen wir jetzt erstmal Platz und steigen ein. So, Tür können wir auch wieder schließen. Und suchen uns irgendeine leere, ein leeres Abteil raus. Zum Beispiel, oh, das sieht doch gut aus. Und dann können wir uns erstmal hier reinsetzen, sehen, dass der Talent dort ausfährt. Der andere auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir gar keine Uhr mehr hier unten. Jetzt kann ich gar nicht genau sagen, wie viel Uhr es ist. Das sehen wir jetzt auch hier nicht. Wir sehen das natürlich hier im Pausenmenü, glaube ich. Fotomodus neu starten. Hat Tastaturbelegung, Übersicht. Da, Übersicht. 7.01 Uhr. Also dauert das noch ein ganz kleines bisschen. Denn wir starten hier in Blue Dance. Und fahren dann mal, solange wir fahren wollen. Also das Ganze hier, ne, das ist der Euronight, in dem wir fahren. Der besteht aus Liegewagen verschiedenster Eisenbahngesellschaften. Ich saß tatsächlich auch schon mal genau in diesem Euronight, meine ich zumindest. Beziehungsweise ich saß da nicht, sondern ich lag da in einem Schlafwagen. Der kroatischen Staatsbahn unter anderem werden dort nämlich zwei Wagen mitgeführt. Ein Wagen, der nach Rijeka fährt, beziehungsweise hier kommen wir aus Kroatien, also von Rijeka kommt. Und der andere Wagen fährt dann, also es ist ein Kurswagen, der wird dann weiterfahren nach Zagreb. Also das ist praktisch, wir können uns vorstellen, der Wagen, in dem wir jetzt gerade sitzen, das ist der Zagreber Wagen und der andere hinter uns, das ist der Rijeka Wagen. Dann sind hier auf jeden Fall auch noch Nightjet-Wagen hinten dran und ja, auch vermutlich noch von der slowenischen Staatsbahn oder so auch noch irgendwelche Nachtzugwagen. Vermutlich auch irgendwo noch ein Sitzwagen. Ich persönlich war in einem Schlafwagen und das war eine tolle, tolle Erfahrung, muss ich sagen. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Kann man die Außenansicht wechseln? Geht das ja auch. Genau, gezogen werden wir hier von zwei Taurus-Loks. Kann man nicht hier rüber sehen. Der Euronight fährt ab um 7.06 Uhr. Achtung, Zugfahrt. Ja, können uns hier im Blue Dance ein bisschen mal umschauen. Haben wir, glaube ich, bisher auch noch nicht wirklich gemacht. So sieht das hier aus. Hier oben von Blue Dance kommend, da fährt gerade ein Zug ein. Das hier sieht ein bisschen aus wie eine Autobahn, die hier angedeutet ist. Ja, kommt auf jeden Fall hin. Und wir fahren jetzt hier in diese Richtung runter. Und sehen, hier ist ein bisschen was abgestellt. Auch da ein paar Güterwagen. Und ja, sehr alpin hier, ne? Also schön die Berge im TSW mittlerweile, gerade hier dieser Berg. Guckt euch das an. Das sieht schon wirklich, wirklich schön aus. Also die Landschaft, wie die dort ausgestaltet ist, wenn man das mal vergleicht mit Arosa,
Das ist schon ein krasser Unterschied. Joa, ne? Auch hier die Berge in diese Richtung sehen auch herrlich aus. Und anders als im Train Simulator ploppen diese Bäume hier nicht so krass auf. Also hier sehen wir noch recht weit tatsächlich Bäume. Ich glaube, im Train Simulator ist das ein bisschen, ja, ist das Ganze ein bisschen näher. Also wenn man ein bisschen näher an den Berg ranfährt, dann ploppen erst die Bäume auf. Und das ist hier eigentlich ganz gut gelöst soweit. So, wir müssen, glaube ich, mittlerweile die Türen offen haben, genau. Hier der Euronight von Zagreb kommend. Und wir fahren in einer Minute ab. Der hat hier noch einen Kaffee. Auch schön hier diese Signale, die hier oben stehen. Ja, heute können wir uns mal ganz viele Details hier so am Streckenrand auch angucken. Heute geht es ja nicht darum, dass wir selbst fahren, uns nicht konzentrieren müssen auf Signale. Das macht zum Glück jemand anders für uns heute. Wir können einfach nur uns die Strecke mal en Detail angucken. Auch krass, wie weit oben hier die Oberleitung ist, ne? Wie weit der Stromabnehmer ausgefahren ist an dieser Stelle. So, eigentlich müssten wir jetzt gleich mal die Türen zumachen. In ein paar Sekündchen. Und zwar nämlich jetzt. Jawohl, Türen gehen zu. Und dann müssten wir jetzt eigentlich abfahren. Ich freue mich ja schon richtig drauf, hier mal als Passagier wieder unterwegs zu sein. Das ist auch schon wieder lange, lange her. Und es geht los. Vorne hören wir sogar noch die Taurus-Loks arbeiten. Und auf geht's. Ja, ich halte mich ein bisschen zurück heute mit dem Erzählen. Heute geht es darum, dass wir so ein bisschen einfach die Strecke hier genießen. Und uns einfach ein bisschen hier umgucken. Hier als Fahrgast im Euronight. Wir können so tun, als seien wir jetzt einfach komplett ausgeschlafen. Wir haben im Schlafwagen, haben wir die Nacht verbracht. Sind aus Zagreb gekommen, aus Kroatien. Wunderschönes Land übrigens. Kann ich wirklich jedem wärmstens empfehlen, sich Kroatien mal anzugucken. Auch die Hauptstadt Zagreb, wirklich eine schöne, schöne Stadt. Da kann man wirklich viel sehen. Ich würde mich, glaube ich, hier auf den mittleren Sitz gerne setzen. Dann halt sehen wir so ein bisschen mehr, wobei. Ja, bleiben wir doch hier. Genau, also Zagreb, wirklich eine tolle, tolle Stadt. Ich finde, Zagreb sieht aus wie Wien im Grunde genommen. Also nicht jetzt wie Wien an und für sich, aber es könnte halt eigentlich auch Wien oder irgendeine österreichische Großstadt sein. Vom Architekturstil her. Wirklich ganz, ganz viele Ähnlichkeiten, wie so eine hat, wie so eine mitteleuropäische Großstadt. Eine ältere mitteleuropäische oder südosteuropäische Großstadt eben halt. Also wirklich wunderschön. Hat auch einen Bahnhof, ne? Da kann man noch mit dem Zug hinfahren. Auch wenn leider in Kroatien selbst die Zugverbindungen eher so naja sind. Das muss man dann leider zugeben. Da ist es halt so, dass tatsächlich nicht so viel an Zügen durchs Land selbst fährt. Es gibt nämlich kaum Zugverbindungen. Es gibt, glaube ich, einen Zug von Rijeka nach Zagreb. Ich glaube, es gibt einen von Split nach Zagreb. Und das war es dann auch schon im Grunde genommen. Ansonsten passiert halt zumindest, was den Personenverkehr angeht, das meiste in Kroatien über Fernbusse. Leider. Das heißt also, wenn man von A nach B kommen möchte, da gibt es dann nicht eben den Regionalexpress oder die Regionalbahn oder so, wo man einsteigen kann, sondern da ist es dann tatsächlich leider so, dass man doch sehr, sehr, sehr viel Bus fahren muss. Und das ist ja schon sehr schade, finde ich, aber es ist, wie es ist, ne? Das ist allerdings nicht in allen ehemaligen jugoslawischen Staaten so. Bosnien beispielsweise hat ein vergleichsweise gutes Zugnetz.
Ich glaube, Serbien hat auch ein paar Züge. Also ein bisschen was kann man sich da schon angucken mit dem Zug. Also man kann zumindest halt gut mit dem Zug dahin fahren, aber innerhalb des Landes selbst ist es dann eher schwierig, sich in Zügen zu bewegen. Oder in Zügen sich fortzubewegen. Anders als jetzt hier in Österreich oder in der Schweiz oder in Deutschland, das ist wirklich kein Vergleich, ne? Das muss ich dazu sagen. Es ist absolut, wenn man so möchte, ist das in Deutschland immer noch ein Traum im Vergleich zu, sagen wir jetzt mal, Kroatien als Beispiel, ne? Ist halt leider wirklich so. Auch wenn in Deutschland bei weitem nicht alles gut läuft, ganz im Gegenteil, da läuft sehr vieles sehr schlecht. Aber immerhin haben wir immer noch ein vergleichsweise gutes und großes Zugnetz. Wir haben Fernverkehrszüge, die nicht reservierungspflichtig sind. Wir haben zumindest in Westdeutschland sehr viele Regionalbahnen und Regionalexpresse. Ostdeutschland ist da leider schon so ein bisschen, ist da schon eher so schlecht dran, was das angeht, seit dem Mauerfall. Aber ich habe die Hoffnung, dass es langsam wieder wird. Ich habe das Gefühl, dass Zugfahren wieder in ist, dass die Leute wieder gerne Zug fahren und sich insgesamt alle Menschen oder die meisten noch mehr wünschen, dass Züge besser ausgebaut sind oder dass das Zugnetz besser ausgebaut ist. Nur stellt sich die Frage, ob dann halt eben bei den Stakeholdern, bei den EntscheiderInnen, bei den PolitikerInnen dann auch diese Nachrichten auch dann ankommen und wenn sie ankommen, was wird dann damit gemacht? Also man könnte sich halt schon ein Beispiel nehmen an den Nachbarn hier aus dem Süden, aus Österreich oder der Schweiz. Die lieben ihre Züge, ne? Die lieben ihre Züge richtig. Vollkommen zu Recht. Also ÖBB, wirklich unglaublich angenehm mit der ÖBB zu fahren. Auch mit der SBB bin ich auch schon mal gefahren. Auch wirklich toll. Wirklich, da muss ich jetzt doch nochmal ein Foto machen. Das sieht dann doch zu schön aus, als dass man einfach kein Foto machen könnte. Wie sowas. Und vielleicht ein bisschen die Beleuchtung runter. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich frage mich gerade, wenn wir jetzt hier aufstehen und jetzt die Kameraansicht anwählen. Jawohl, dann sind wir sogar im Inneren. Das wollte ich nämlich. Einmal ganz kurz hier das Sichtfeld so stellen. Weil ich würde nämlich gerne hier mit dem Kameratool auch ein Foto im Innenraum machen. Uah, bisschen schwierig. Vielleicht etwas so. Oh ja, das ist ein cooles Bild, oder? Das gefällt mir ganz gut. Vielleicht da ein bisschen allerdings wieder heller machen. Ist etwas dunkel. Na, komm schon. So, das mit den Reglern ist mal ein bisschen schwierig, die zu treffen. Ja, so vielleicht. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Da nochmal vielleicht hier den Tisch fokussiert. Nee. Nehmen wir schon das Fenster, ne? So. Jawohl. So. Dann können wir doch mal ein bisschen durch den Zug wandern. Was haltet ihr davon?
Also Intercity-Wagen, ne, die kennen wir von Baureihe 101 DLC. Das braucht man dafür, damit dieser Layer hier auftaucht auf der Strecke. Es gibt ja noch die Interregio-Wagen, ne, wo dann hier auf dem Gang ja noch so Klappsitze sind. Also in echt, im TSW nicht, aber in echt gibt es ja auch. Das war ich auch schon mal. FlixTrain hatte zum Beispiel diese Wagen früher gehabt. Oh, das ist auch so schön. Oh mein Gott, da tut mir leid, da muss ich auch noch mal ein Foto machen. Da kann ich nicht widerstehen. Oh, da haben wir sogar noch eine Zugbegegnung. Jetzt kommen wir nicht durch die Tür. Durch die auch nicht. Naja, dann ist das halt so. Ich muss echt weniger in den Fotomodus rein während Aufnahmen. Genau, Zagreb-Ludenz-Feldkirch. Ich glaube, der Euronight hier, der fährt auch weiter, der fährt dann bis München. Kann uns auch hier hinsetzen. Ja, toll, herrlich, herrlich. Na, wir können auch mal in die zweite Klasse rüber. Das ist auch noch erste Klasse. Und da ist die zweite Klasse, Großraumwagen. So, bekannter Anblick, zweite Klasse Wagen. Setzen wir uns mal auf die Seite. Dann haben wir nicht die ganze Zeit diese Spiegelung dort. Und jetzt muss ich aber auch nochmal ein. Ups. Ein Foto machen. Und zwar von hier aus. Wo saßen wir denn gerade? Hier, ne? Ja, sehr gut. Ja, wo sind wir? Wir sind hier. Wo auch immer hier ist, können wir leider nicht, ist leider nicht ersichtlich anhand der Karte. Okay, der Fluss endet hier einfach. Oder doch nicht? Nö. Ja, sehr, sehr schön. Macht schon Spaß, hier als Fahrgast auch mal dabei zu sein. Ja, wir könnten ein bisschen quatschen über kommende Strecken, beziehungsweise über eine kommende Strecke, nämlich die Maintalbahn, die Bahnstrecke Aschaffenburg-Miltenberg. Und da kann ich gerne ein bisschen was darüber erzählen. Also, wen es interessiert. Der ist sowieso ja jetzt immer noch dabei und wer nicht, der hat ja schon lange abgeschaltet. Wir haben eine Streckenlänge von ungefähr 36 Kilometern. Was jetzt nicht viel ist, muss man dazu sagen. Aber dafür erscheint halt die Strecke eben vergleichsweise kurz nach Erscheinen von TSW4. Das muss man eben dazu sagen. Und hier die Vorarlbergbahn, das ist ja schon ordentlich an Strecke, ne? Und dementsprechend ist jetzt klar, dass jetzt auch mal wieder eine kürzere Strecke kommt und danach die Strecke wird vermutlich wieder etwas länger werden. Die kennen wir ja noch nicht. Spurweite von 1435 mm, ne, das kennen wir, ganz, ganz normal, Normalspur.
Und eine Höchstgeschwindigkeit Vmax von 120 km/h auf der Strecke. Nicht elektrifiziert. Alles verdieselt dort. Und die Strecke beginnt halt in Aschaffenburg. Über ja, mehrere Zwischenhalte. Dann nach Miltenberg. Hauptsächlich eingleisig, ist aber tatsächlich keine Nebenbahn, sondern eine Hauptbahn. Das Ganze im Bundesland Bayern und führt im Maintal von Aschaffenburg nach Miltenberg. Der Personenverkehr wird von der Westfrankenbahn als Teil der Verbindung Aschaffenburg-Wertheim betrieben, die von ihr als Maintalbahn bezeichnet wird. Zitat aus Wikipedia. Ja, die Westfrankenbahn ist eine Bahntochter, eine Tochter, ein Tochterunternehmen. Auf der Strecke werden Dieseltriebwagen der Baureihe 642 genutzt und die Baureihe werden wir auch bekommen. Und die Regionalexpresszüge verkehren alle 2 Stunden als Main-Tauber-Express durchgehend von Aschaffenburg nach Miltenberg und weiter über Wertheim, Lauda und Königshofen nach Crailsheim. Und wir halten jetzt hier tatsächlich. Okay, interessant. Die Züge werden eben mit der 642 gefahren. Die Regionalbahnen verkehren ganzwöchig im Stundentakt zwischen Aschaffenburg und Miltenberg. Die Regionalexpresse zwischen Aschaffenburg und Wertheim verkehren stündlich und werden alle 2 Stunden bis Crailsheim verlängert. Warum stehen wir denn jetzt hier eigentlich? Naja, wird wohl unser Lokführer wissen. Das ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe. Auch ein bisschen Güterverkehr gibt es. In Kleinheubach besitzt ein Futtermittelhersteller einen Gleisanschluss. Dieser wird 2 bis 3 Mal wöchentlich für Rohstoffeingänge genutzt. Des Weiteren gibt es noch in Oranburg ebenfalls eine Industrie mit Gleisanschluss, welcher mit Zellstoffen und Kesselwagen bedient wird. Bei Niedrigwasser wird zudem Natronlauge über mehrere Wochen auf der Bahn befördert, die sonst mit dem Binnenschiff angeliefert wird. Also auch ganz interessant, praktisch als Ersatz für die Schifffahrt. Und Zellstoffe werden auch am Bahnhof von Miltenberg umgeschlagen. Ein bisschen zur Geschichte der Bahnstrecke Aschaffenburg-Miltenberg. Also das Ganze ist auch wie gesagt bei Wikipedia nachzulesen, aber jetzt kriegt ihr hier von mir den Service, dass ich euch das einfach ein bisschen hier erzähle, während wir hier unterwegs sind und fahren. Miltenberg wurde von den Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen von Aschaffenburg aus mit einer Hauptbahnstrecke an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Und das Ganze wurde dann eröffnet am 12. November 1876, also schon ein paar Monde her. Hierzu wurde südlich des Mains am westlichen Rand der Altstadt ein Kopfbahnhof gebaut, der später den Namen Miltenberg Hauptbahnhof bekam. So, halten wir jetzt hier eigentlich an dem Bahnsteig? Ich glaube nicht, ne? Oder? Oder doch? Schauen wir mal kurz. Tatsache, wir halten. Wo sind wir denn hier? In Feldkirch vermutlich, ne? Steht hier nirgendwo. Wo sind wir? In Feldkirch. Tatsache. Sehr schön. Was sagt das Signal?
Aha, okay. Da stehen sogar Leute. Und hier sind ein paar Talents abgestellt. Ja, zurück zur Maintalbahn. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde in Aschaffenburg der Durchlass des Hensbaches durch den Bahndamm der Maintalbahn für die Bewohner und Bewohnerinnen der Umlauer Kolonie und die Beschäftigten des Landradwerks Petri zu einem behelfsmäßigen Luftschutzkeller ausgebaut. Hierzu wurde in den Durchlass eine Zwischendecke aus Backstein eingezogen. 1954 wurde der Durchlass mittels einer vorgesetzten Betonwand in seiner Leistungsfähigkeit von ursprünglichen 22 Kubikmetern pro Stunde weiter auf 10 Kubikmeter Wasser pro Sekunde herabgesetzt, um im Fall einer Sturzflut den Bahndamm als Staudamm nutzen zu können und damit die Überschwemmung der bachabwärts in einem Talkessel liegenden Eckartsmühle zu verlangsamen. 2017 wurden diese Einbauten beseitigt, also werden wir jetzt leider nicht mehr sehen tatsächlich. Zwischen den 50er und 70er Jahren gab es am Durchgangsbahnhof Miltenberg Nord an der Strecke nach Wertheim durchgehende Eilzugverbindungen in der Relation Bodensee-Crailsheim-Aschaffenburg-Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof Miltenberg wurde im Sommer 1977 für den Personenverkehr aufgelassen und diente fortan nur noch als Güterbahnhof. Die Züge des Personenverkehrs hatten seitdem an dem für diesen Zweck ertüchtigten Nordbahnhof, der in Miltenberg umbenannt wurde. Der alte Kopf- und Hauptbahnhof wurde in Miltenberg Güterbahnhof umbenannt. Seit dieser Zeit fahren auch die Züge von Seckach zum ehemaligen Nordbahnhof. Ne, also das, was jetzt Nordbahnhof ist, ist praktisch da, wo die ganzen Personenzüge auch halten. Mit Beginn des Sommerfahrplans am 28. Mai 1989 hielten keine Züge mehr am Haltepunkt Obernau. Er wurde nach Beseitigung des Bahnübergangs Bahnhofstraße im August 2002 wiedereröffnet. Einige Jahre davor und in der Zeit danach wurden im Stadtteil Obernau drei weitere Eisenbahnbrücken neu errichtet und dabei zwei weitere Bahnübergänge beseitigt. Mitte der 1990er Jahre wurde die Maintalbahn im Bereich der Aschaffenburger Adenauerbrücke mit der südlichen Ringstraße untertunnelt und an der Schweinheimer Straße neu überbrückt. Die Verkehrsfreigabe erfolgte im September 1995. Dabei wurde östlich des Haltepunkts Aschaffenburg Süd ein Industriegleisanschluss unterquert und zu diesem Zweck als Eisenbahnbrücke neu errichtet. Die neue Eisenbahnbrücke wird nicht mehr genutzt und ist durch einen Zaun gegen Betreten gesichert. Entschuldigt, da musste ich einmal ganz kurz niesen. Zwischen 95 und 98 wurde die Maintalbahn in Aschaffenburg mit der Wilhelm-Högner-Grünanlage erstmals und mit der Würzburger Straße neu überbrückt. 2003 wurde die Maintalbahn im Bereich der Aschaffenburger Ludwigsallee neu überbrückt. Seit dem 9. Dezember. Oh, schaut euch das an, hier mal die Bergkulisse. Oh, schön, schön, schön. Aber was ist denn hier los? Hier ist ja einfach gar nichts. Ist einfach blank. Seit dem 9. Dezember 2007 wird in der unmittelbaren Nähe der Hochschule Aschaffenburg gelegene Haltburg Aschaffenburg Hochschule als Bedarfshalt genutzt. Da haben wir auch schon mal gehalten. Den Bahnhof, den kennen wir ja schon. Der ist ja bereits schon im TSW drin. Noch 2003 wurde die Maintalbahn mit der Grünbrücke an der Fasanerie erstmals überbrückt und es wurde die Straßenbrücke an der Deutschen Straße abgebrochen. Huch, was war das denn? Okay, wild. Sind wir gerade irgendwie unter der Erde? Ach, wir haben die Strecke verlassen, kann es sein? Oh. Ach so. Ah. Ach so, wir sind schon außerhalb der Karte. Okay, das Video wird jetzt gleich hier enden. Ich dachte, wir fahren hier noch durch, aber. Und weg sind wir.
Kein Wunder, dass die Szenerie hier so aufgehört hat. Wir sind ja hier schon komplett außerhalb der Karte. Huch, und jetzt fliegen wir? Ach so, ach, das ist die Kamera. Ich dachte, wir laufen zu Fuß. Ja, okay, ja, dann verstehe ich, warum das hier so aussieht, wie es hier aussieht. Weil wir einfach hier komplett schon bereits aus der Karte raus draußen sind. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Naja, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Können wir hier so ein bisschen auf dem Hügel drauf. Und mal hier die Aussicht genießen. Hier noch ein kleiner Wanderpfad. Joa. Joa, ne? So sieht das hier aus. Mit der Drohne einmal hier durch die Gegend geflogen. Joa. Gut, dann so viel dazu. Ich gehe mal ein bisschen wieder runter. Hier ist es ja echt nebelig. Okay, es ist auch ein krasser Nebel jetzt gerade aufgezogen. Okay, dann höre ich auch auf, von der Maintalbahn zu erzählen. Gucken, dass wir das irgendwann anders vielleicht noch machen. Und dann bedanke ich mich für die Mitfahrt hier ganz herzlich. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.